Eine ordentliche Watschen gab es übrigens auch für die CDU. Geile Überleitung, check. Im Saarland ist gewählt worden. Ja, viele fragen sich, was das Saarland? Egal. Die SPD hat die absolute Mehrheit gewonnen. Und die neue Ministerpräsidentin Anke Rehlinger war im Interview mit Karen Mioska. Guten Abend, Frau Rehlinger. Einen schönen guten Abend aus dem Saarland. So, und jetzt gucken wir uns das Bild mal von der Frau Rehlinger ganz genau an. Schauen Sie, sondern kramen Sie mal in Ihrer Kindheit. Erinnert Sie das nicht an jemanden? Gehen Sie mal ein bisschen. Erinnert Sie das nicht an jemanden? Also komm, wir gucken Sie uns jetzt noch einmal an. Und dann schauen Sie mal, an wen die mich erinnert hat. Finden Sie die? Ich finde es so krass. Frau von Bödefeld. Frau von Bödefeld regiert jetzt alleine das Saarland. Die ist quasi die Diktatorin vom Saarland. Und das macht das Saarland zum Nordkorea Deutschlands. Ich find's irre, dass sie so aussieht. Irre, ne? Also, du kannst das Mädchen aus der Sesamstraße holen, aber nicht die Sesamstraße aus dem Mädchen. Das sieht man hier schon. Ja, ja. Was ich übrigens total, ich habe ein bisschen recherchiert. Wussten Sie, Herr von Bödefeld stellt übrigens ein Meerschweinchen dar? Ja, siehste? Habe ich auch nicht gedacht. Das ist das schlechteste Meerschweinchen, was ich je gesehen habe. Gut, seit dem Ukraine-Krieg besteht das Fernsehen ja eigentlich nur noch aus Brennpunkten und Spezials. Und es war auch interessant, im ZDF-Spezial, da gab es eine Schalte zu einem Ex-Bundeswehrgeneral. Und anscheinend hat die Moderatorin Antje Pieper den General mit falschem Titel angesprochen. Ja, klar, das ist eine Schande. Aber viel besser war die Reaktion von dem General, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ja, darüber sprechen wir noch mal mit Generaloberst AD Carsten Jakobsson. Wie schätzen Sie denn die Gefahr ein von einem Einsatz von Chemiewaffen? Generalleutnant, vielen Dank für die Beförderung. So, aber jetzt, warte, falls Sie es nicht gesehen haben, können wir das bitte? Ja, also sie sagt den Titel und jetzt in Slow Motion und ganz nah dran. Zeig nochmal, wie der Herr General da reagiert. Das müssen Sie sich angucken. Wahnsinn. Wie schätzen Sie denn die Gefahr ein von einem Einsatz von Chemie? Hör mal, seit Tagen probiere ich das. Ist gegenläufiges Schielen obenrum. Das schafft sonst so Frank Elzner und der hat ein Glasauge. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, so sieht das aus, wenn du von einem Dämon besessen wirst. Oder ihm ist in dem Moment die Leitung durchgebrannt. Das kann auch sein. Weißt du, das ist einfach... Hier, kannst du da mal so ein Britzeln? Können wir da mal so ein Durchbrennen von so einer Leitung? Leg das mal drauf und dann zeig's noch mal. Das ist es. Und dann bist du weg. Ja, es geht so schnell. Es geht so schnell und dann... Naja. Bei den Tagesthemen, da war der Chef des Energiekonzerns E.ON zu Gast im Studio. Und ich finde, Ingo Zamperoni bringt es bei seiner Begrüßung auf den Punkt. Und hier im Studio begrüße ich jetzt einen der ganz Großen im Energiegeschäft. Weiß ich nicht. Wenn ich mir das Bild so angucke, würde ich sagen, ich glaube, er ist eher einer der Mittelgroßen im Energiegeschäft. Ohne Beine. Oder er ist ein Sitzriese. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Kennen wir uns zu wenig. Ja. Hätte man ihm nicht wenigstens so eine kleine Apfelkiste zum Draufstellen besorgen können? Ja? Bekommt ja Tom Cruise auch in seinen Filmen. Aber schade. Zu spät, Herr Zamperoni. Zu spät.